Yeah. Get this now. Pop side. Ich freue mich, euch hier in unserer Parkside-Werkstatt begrüßen zu dürfen. Heute wird es filigran. Der Schreiner in euch ist gefragt. Wir arbeiten an der Drechselbank. Wer von euch hat nicht schon mal mit dem Gedanken gespielt, sich eine Drechselbank zuzulegen, aus einem einfachen Kantholz ein schönes Tischbein zu zaubern und wenn dann die Späne fliegen? Ein absoluter Traum. Jetzt gibt es eine Chance für euch, in das Drechseln einzusteigen. Und zwar hiermit. Mit der Parkside Drechselbank. Was haben wir denn alles hier? Natürlich erst einmal die hochwertige Drechselbank, dazu die stabile Werkzeugauflage, jeweils ein Drechselbeitel in Schräg- und Hohlform, sowie eine Planscheibe zum Aufspannen größerer und unregelmäßig geformter Werkstücke. Das Gerät kommt bereits teilmontiert an. In 10 Minuten habt ihr alles komplett aufgebaut und ist, sobald dann der Stecker an der Steckdose steckt, sofort einsatzbereit. Das ist kein Kinderkarussell. Mit ihrem 400-Watt-Motor kann die ganz schön was bewegen. Sowohl der Antrieb als auch die Aufnahme auf der anderen Seite, Spindelstock und Reitstock nennt das der Profi, sitzen auf einer stabilen Laufschiene. Ach übrigens, nicht vergessen, das Gerät bitte immer fest an der Werkbank verschrauben. Ich nehme mir hier jetzt einfach mal ein Kantholz und spanne es in die Maschine ein. Dafür zeichne ich ganz einfach hier auf dem Stirnholz über die Diagonalen ein Kreuz und schon habe ich damit die Mitte gefunden. Ist ganz easy. Wenn ich auf beiden Seiten die Mitte angezeichnet habe, dann kann ich das Holz fest einspannen. Dafür bringe ich Spindel und Reitstock in den richtigen Abstand. Das Ganze stramm, aber nicht zu fest. Ich drehe das Holz ein paar Mal von Hand und bringe die Werkzeugauflage in Position. So dicht wie möglich, ohne dass das Holz beim Drehen Kontakt bekommt. Bevor wir aber loslegen, Safety first. Unbedingt eine Schutzbrille tragen. Dann können wir unseren ersten Probelauf starten. Durch die hohe Maximaldrehzahl von 2600 Umdrehungen pro Minute bekommt man auch feine Formen sehr gut hin. Gerade wenn ihr das erste Mal macht, achtet darauf, dass ihr euren Beitel ganz sauber an der Werkzeugauflage habt. Und jetzt wisst ihr auch, wozu wir nach dem Drechseln einen Nass-Trockensauger brauchen. Die Späne fliegen wirklich überall herum. Schaut mal, war doch ganz easy eigentlich. Naja gut, ich bin ehrlich, so ein bisschen Zeit und Übung gehört natürlich mit dazu. Aber das Wichtigste ist, traut euch ran. Es macht mega viel Spaß. Und 3 Jahre Garantie gibt's auch noch mit dazu. Also, zeigt mir eure Drechselarbeiten. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Werkzeugsession. So, das war's von mir und der Drechselbank. Bis zum nächsten Mal. Und immer dran denken. Egal was, du packst das. Got this now. Got, got, got this now.